Mr. Nirgovo Glitza. Anstelle seines Gesichts schaue ich auf einen weißen Grabstein. Und er? Ob er mich gesehen hat? Ich weiß es nicht. Aber ich wusste wenigstens, dass unter diesem Denkmal er liegt. Mein Vater. Belma ist 20 Jahre alt. Ihren Vater hat die Bosnierin nie kennengelernt. Ich heiße Belma Malagic und bin die Autorin des Buches Die Kraft des Schicksals. Mein Buch hat diesen Titel, weil ich am 15. Juli geboren wurde. Mein Vater wurde das letzte Mal am 11. Juli gesehen. Ich stelle mir oft vor, wie mein Vater gestorben ist. Ich glaube, dass in dem Moment, als ich geboren wurde, meinem Vater von den Serben in den Kopf geschossen wurde. Srebrenica, eine Kleinstadt im Osten Bosniens, nahe der serbischen Grenze. Seit 2000 Jahren ist der Ort ein beliebtes Reiseziel, wegen seiner mineralischen Heilquellen. Nach dem Tod des Staatspräsidenten Tito und dem Ende des Kalten Krieges beginnt ein Umbruch. Mitte der 80er Jahre erschüttert außerdem eine Wirtschaftskrise Jugoslawien. Der sozialistische Staat zerfällt und jede Teilregion kämpft um mehr Macht. In der Folge verschärfen sich die Spannungen zwischen muslimischen Bosniern und christlichen Serben. Das führt dazu, dass serbisch-nationalistische Milizen im April 1992 Srebrenica angreifen. Ich erinnere mich, wie wir von einem Hügel oberhalb meines Dorfes aus die brennenden Häuser im Tal beobachtet haben. Ich erinnere mich genau an diesen Tag. Es war der 12. Mai. Ich weiß es deshalb genau, weil wir auf einem kleinen Transistorradio die Nachrichten gehört haben und an diesem Tag Ratko Mladic zum Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee ernannt wurde. General Ratko Mladic. Er gehört zur militärischen Führung der im Januar 1992 gegründeten Serbischen Republik. Mladic propagiert einen Befreiungskampf gegen den Islam in Bosnien. Tatsächlich will er das serbische Territorium vergrößern und die Grenzstadt Srebrenica erobern. Im April 1993 kommen die Blauhelme in die mittlerweile von Serben eingekesselte Stadt. Die Vereinten Nationen haben Srebrenica und Umgebung zur Schutzzone erklärt. Das bedeutet, dass die sogenannten Peacekeeper der UN nur humanitäre Hilfe leisten. Einen Auftrag, die Bevölkerung vor den serbischen Truppen zu verteidigen, haben sie ausdrücklich nicht. Trotzdem fliehen 42.000 muslimische Bosnier in die Stadt. Sie glauben, hier sicher zu sein. Srebrenica im Sommer 2015. Eine Gedenkfeier von denen, die überlebt haben, für die, die ums Leben gekommen sind. Jedes Jahr im Juli trauern sie um die Opfer des Krieges. Emir Suljagic ist heute stellvertretender Verteidigungsminister von Bosnien und Herzegowina. 1992 ist er 17 Jahre alt, als er mit tausenden bosnischen Muslimen nach Srebrenica flieht. Ich falle jeden Tag in ein Loch. Jeden verdammten Tag. Es ist kompletter Schwachsinn.
dass Zeit alle Wunden heilt. Zeit heilt gar nichts. Bosno, majko, Srebrenice, sestro, ne čubiti sa. In Srebrenica hat jeder Angehörige und Freunde verloren. Sie sind Opfer eines Völkermordes. Wie sollen die Überlebenden mit diesem Verlust umgehen? Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas. General Mladic kann Srebrenica nicht so schnell erobern wie geplant. Die Bosnier leisten Widerstand mit allen Mitteln. Sie greifen serbische Dörfer an, plündern und organisieren Waffen. In Srebrenica entsteht in dieser Zeit ein zusätzlicher Konflikt. Die Stadtbevölkerung ist überfordert mit den tausenden Flüchtlingen. Es gab keine Gemeinschaft. Die Menschen irrten herum und machten manchmal tagelang nichts. Die serbischen Truppen umzingelten die Stadt. Manchmal sah man sie, manchmal nicht. Aber sie waren immer da. Und es gab keinen Weg raus. Die einzigen, die durch den serbischen Belagerungsring kommen, sind die Blauhelme der UN. Sie dürfen sich innerhalb des Belagerungsringes zwischen Srebrenica und ihrem Stützpunkt bewegen und können so die Menschen in der umzingelten Stadt versorgen. Mehr Einmischung ist ihnen laut UN-Mandat nicht erlaubt. 3 Kilometer von Srebrenica entfernt, in Potočari, ist das UN-Quartier. Auf dem Gelände einer stillgelegten Fabrik ist 1992 ein kanadisches Bataillon stationiert, das 1994 von 600 UN-Soldaten aus den Niederlanden abgelöst wird. Die Truppe ist nur für den humanitären Einsatz ausgerüstet. Lediglich Soldaten auf Patrouille und Wachposten haben Waffen. Einem Angriff der Serben könnten sie so nicht standhalten. Baudewijn Kok ist 21, als er im Januar 1995 nach Srebrenica versetzt wird. Heute würde ich sagen, es war ein Open-Air-Gefängnis für uns. Wir konnten nicht kommen und gehen, wann wir wollten. Wir konnten nur raus, um die Wachtürme in den Bergen zu kontrollieren. Oder wir mussten in die Stadt, um zu sehen, was dort los ist. Baudewijn Kok ist gelernter Automechaniker. Er hat sich freiwillig zum Einsatz gemeldet. Seine Erwartungen sind groß, als er nach Bosnien kommt. I was thinking, okay. Now I'm an UN soldier. Ich dachte, jetzt bin ich ein UN-Soldat. Ich gehöre einer großen Organisation an. Wenn es einen Konflikt gibt, dann werden uns die Vereinten Nationen helfen. Und als wir herausfanden, dass es nicht so läuft, fingen wir an, uns Gedanken zu machen. Was passiert, wenn die Serben auf uns schießen? Oder die Moslems? Wird die UN uns helfen? Es läuft ein Krieg zwischen Serben und Moslems. Und die Vereinten Nationen wollen die beiden Kriegsgegner auseinanderhalten. Aber einer der beiden hat dabei alle Fäden in der Hand. Die eine Kriegspartei bestimmt, ob Lebensmittel oder Waffentransporte zu uns durchgelassen werden oder eben nicht. Wie kann das sein? Die Blauhelme sind auf die Kooperation der Serben angewiesen, denn die kontrollieren alle Wege in das belagerte Srebrenica. Familien, Kranke und Verletzte hausen hier in zerbombten Häusern. Auf den Straßen des ehemaligen Kurortes kämpfen Menschen mit Hunger, Kälte, Krankheiten. Jeder versucht auf seine Art in dem Chaos zu überleben. Ich war ein Streber, wie aus dem Bilderbuch. Monatelang,
machte ich nichts anderes als zu lesen. Während andere in die verlassenen Häuser gingen, um nach Essen zu suchen, ging ich dorthin und nahm Bücher mit. Erbittert versucht eine bosnische Guerillatruppe, Srebrenica zu verteidigen. Den bewaffneten Widerstand organisiert Nasa Oric, der ehemalige Polizeikommandant von Potocari. Er regiert die Stadt wie ein Kriegsherr. Er regelt Recht und Ordnung, kontrolliert den Schwarzmarkt und den Waffenschmuggel. Der Kampf wird auf beiden Seiten mit brutalen Mitteln geführt. Serben und Bosnier morden, brandschatzen, vergewaltigen. Nasa Oric ist bis heute eine umstrittene Figur. Für die einen ein Kriegsverbrecher, für die anderen ein Held. Ehemalige Kommandanten aus Srebrenica und ihre Soldaten treffen sich jedes Jahr wieder. Bis heute werden die Widerstandskämpfer in Bosnien verehrt. Fahnenträger bei der Gedenkfeier für die Toten des Krieges sind Söhne und Angehörige ehemaliger Kämpfer. Einer der ehemaligen Führungsköpfe ist Mithat Salihovic. Es war ein Leben, das man nicht in Worte fassen kann. Etwas, das man sich in einem friedlichen und normalen Leben nicht vorstellen kann. Wir hatten hier um die 50.000 Menschen, die aus 7 verschiedenen Gemeinden gekommen sind. Wir führten ein Leben, das einem Menschen nicht würdig war. Wir waren hungrig und durstig. Wir hatten weder Waffen noch Munition. Wir hatten keine Kleidung und keine Schuhe. Aber wir mussten weiterleben und eine Organisation aufbauen, mit der wir auf irgendeine Weise überleben würden. Später haben wir begriffen, dass wir anfangen müssen, uns zu wehren, weil sie sonst auch alle umbringen würden, die noch übrig waren. Wir alle wurden durch die serbischen Dörfer voneinander getrennt, sodass sich jeder in seinem Ort mit den anderen Menschen und Einwohnern verbündet und organisiert hat. Der Guerillatruppe fehlen Kämpfer. Sie fahren suchend durch die Straßen, greifen Jungen und Männer auf und zwingen ihre Landsleute zum Einsatz gegen den Feind. Diese rücksichtslosen Rekrutierungsmaßnahmen sind gefürchtet. Eine Zeit lang fuhr mal ein gelber LKW durch die Stadt und sammelte wahllos junge, aber auch ältere Männer ein und fuhr sie an die nächstgelegene Frontlinie. Sie gaben dir eine Waffe in die Hand und sagten, da drüben sind die Serben. Mein Vater zog sich an, ging auf die Straße, winkte dem LKW, kletterte rauf und sagte zum Fahrer, fahr los. Er machte das, damit ich nicht in den Krieg geschickt werde. Mein Vater starb. Er starb an der Front. Es gab eine Zeit, als ich jünger war, wo ich ihnen erzählt hätte, dass ich stolz auf meinen Vater bin. Dass ich stolz bin auf das Opfer, das er für sein Land gab. Jetzt tut es mir nur leid, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin.
Einer der Toten ist Haris Malagic. Seine Frau ist im Juli 1995 mit der gemeinsamen Tochter schwanger. Belma hat ihren Vater nie kennengelernt. Wir Kinder konnten nur untereinander reden, denn niemand hat unsere Vergangenheit verstanden. Wir konnten nicht über unsere Väter reden, denn wir hatten keine. Wir konnten auch nicht über unsere Heimat reden, denn wir wussten nicht, wo wir hingehörten. Wir lebten in kleinen Gemeinschaften. Sadina Malagic, Belmas Mutter. Sie kommt als Flüchtling nach Srebrenica und lernt Haris kennen. Mitten im Krieg heiraten sie, erwarten ein Kind. Meine Mutter hat viele Verluste durchgemacht. Erst verlor sie mit 18 Jahren ihren Vater und dachte, dass es keinen schlimmeren Tag gibt. Aber sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Mit 21 Jahren blieb sie alleine mit mir. Ein einziges Foto und die alte Videoaufnahme. Das ist von Haris geblieben. Wir lebten zusammen bis zum 11. Juli 1995. 11 Monate lebten wir zusammen. Belma wurde gleich geboren, nachdem wir aus Srebrenica geflohen waren. Also hatte er gar keine Gelegenheit, sie kennenzulernen. Und sie ihn auch nicht. Das niederländische Bataillon ist von den Serben abhängig. Sie haben die Kontrolle über den Belagerungsring rund um Srebrenica. Besorgungsfahrten in Städte außerhalb der Schutzzone müssen die Serben genehmigen. Mitten auf einer Fahrt hierher haben uns serbische Truppen einfach gestoppt. Wir fragen, was ist das Problem? Und sie behaupten, wir hätten keine Genehmigung für ein einziges Teil, das wir im Krankenhaus benötigen. Dabei haben wir alle Genehmigungen. Wir sagen, schau, alles genehmigt. Der Soldat zieht einen Stift aus der Jacke, streicht alles durch und sagt, nein, keine Genehmigung. Er lässt uns nicht zurück nach Zagreb und nicht nach Srebrenica. Wir fordern beim Oberkommando der UN in Zagreb Hilfe an. Und was sagen die uns? Gebt ihnen alles, was sie wollen und tut alles, um sicher weiterzukommen. Ab dem Moment war für mich klar, hier läuft etwas gewaltig schief und niemand wird uns helfen. Anstelle seines Gesichts schaue ich auf einen weißen Grabstein. Und er? Ob er mich gesehen hat? Ich weiß es nicht. Aber ich wusste wenigstens, dass unter diesem Denkmal er liegt. Mein Vater. Ist 20 Jahre alt. Ihren Vater hat die Bosnierin nie kennengelernt. Ich heiße Belma Malagic und bin die Autorin des Buches Die Kraft des Schicksals. Mein Buch hat diesen Titel, weil ich am 15. Juli geboren wurde. Mein Vater wurde das letzte Mal am 11. Juli gesehen. Ich stelle mir oft vor, wie mein Vater gestorben ist. Ich glaube, dass in dem Moment, als ich geboren wurde, meinem Vater von den Serben in den Kopf geschossen wurde. Srebrenica, eine Kleinstadt im Osten Bosniens, nahe der serbischen Grenze. Seit 2000 Jahren ist der Ort ein beliebtes Reiseziel, wegen seiner mineralischen Heilquellen. Nach dem Tod des Staatspräsidenten Tito und dem Ende des Kalten Krieges
beginnt ein Umbruch. Mitte der 80er Jahre erschüttert außerdem eine Wirtschaftskrise Jugoslawien. Der sozialistische Staat zerfällt und jede Teilregion kämpft um mehr Macht. In der Folge verschärfen sich die Spannungen zwischen muslimischen Bosniern und christlichen Serben. Das führt dazu, dass serbisch-nationalistische Milizen im April 1992 Srebrenica angreifen. Ich erinnere mich, wie wir von einem Hügel oberhalb meines Dorfes aus die brennenden Häuser im Tal beobachtet haben. Ich erinnere mich genau an diesen Tag. Deswegen das chirurgische Team von den Vereinten Nationen gebeten, uns zu helfen. Sie hatten zwei Chirurgen, die nichts oder kaum etwas zu tun hatten, ob ein Chirurg ins Krankenhaus kommt. Und Elias, dem nationalen, dem bosnischen Chirurgen zu helfen, das wurde alles abgelehnt. Im Juli 1995 spitzt sich die Lage in Srebrenica zu. Serbische Truppen rücken immer näher. Die Menschen flüchten aus der Stadt in die Wälder oder auf den UN-Stützpunkt in Potočari. Auch das Krankenhaus der Stadt steht unter Beschuss. Die Evakuierung auf den UN-Stützpunkt beginnt. Es scheint die einzige Möglichkeit zu sein, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Wir sind am 11. Juli nach Potočari, der Basis der Vereinten Nationen, geflohen. Es gab keine andere Möglichkeit. Ich wollte nicht so gerne bei den Vereinten Nationen unterkommen, weil sie meiner Meinung nach nicht neutral waren. Aber es gab für uns keine andere Möglichkeit. Serbische Scharfschützen nehmen die Flüchtlinge auf dem Weg nach Potočari unter Beschuss. Die UN-Soldaten fühlen sich bedroht. Sie haben zu wenig Waffen, um sich und die Flüchtlinge zu verteidigen. Es war zu gefährlich für die Flüchtlinge, auf der Straße hierher zu laufen. Die Serben hätten sie sehen können. Also machten wir ein großes Loch in den Zaun. Wir wussten nicht, was uns erwarten würde. 10 Flüchtlinge, 100. Wir wussten es nicht. Zehntausende schaffen es auf den Stützpunkt, der nur für das UN-Bataillon ausgestattet ist. Es gab nichts. Die Menschen wollten essen, aber wir hatten selbst schon seit Monaten keine Lebensmittellieferungen mehr bekommen. Alle von uns waren schwach, hatten Hunger und die Moral war am Boden. Die NATO plant einen Luftschlag auf serbische Panzer. Doch General Mladic droht, 30 UN-Geiseln zu töten und Flüchtlinge anzugreifen. Die Kampfflieger drehen ab. Srebrenica ist verloren. Sein nächstes Ziel? Auf nach Potočari! Der Flüchtlingsstrom aus Srebrenica reißt nicht ab. Ungefähr gegen 2 Uhr Mittag am 11. Juli ging es los. Und Massen von Menschen kamen hierher. Allen war bewusst, dass es eine tragische Fehleinschätzung ist, hierher zu kommen. Es war ein tragischer Fehler, hierher nach Potočari zu fliehen. Und nicht in die Wälder. Denn dort hast du zumindest eine Chance, durchzukommen. Eine kleine, aber wenigstens eine Chance. Hungrige, geschwächte, kranke Menschen strömen nach Potočari. 25.000 suchen auf dem UN-Gelände Schutz. Überall sterben hier drin die Menschen. Es war heiß und es war alles voll mit Menschen. Hier und hier.
Überall waren Menschen. Die Hitze, der Geruch. Die Panik in ihren Augen. Darauf wurde die niederländische Schutztruppe nicht vorbereitet. Und von der Kommandozentrale der UN gibt es nach wie vor keine Hilfe. Am Morgen des 11. Juli wurde uns versprochen, dass um 6 Uhr ein Luftwaffenangriff stattfinden sollte. Doch es passierte nichts. Die Führung der UN will ihre Soldaten um jeden Preis aus dem Konflikt heraushalten. Es soll nichts unternommen werden, was einen Angriff der Serben auf UN-Soldaten provozieren könnte. Als UN und NATO nicht reagieren, ist dem serbischen General Mladic klar, dass ihn niemand aufhalten wird. Vor dem UN-Gelände in Potocari verspricht er den verängstigten Flüchtlingen freies Geleit auf bosnisches Territorium. Die katastrophale Lage hat alle zermürbt. Zivilisten und Blauhelme wollen nur noch weg. Wir fühlten uns betrogen. Von den USA, Großbritannien, von Frankreich. Aber ich hatte es schon geahnt. Ich hatte schon länger ein schlechtes Gefühl. Srebrenica war nicht wichtig genug, um es zu verteidigen. General Mladic trifft den Oberbefehlshaber des niederländischen Bataillons, Tom Karremans, und diktiert seine Bedingungen. Abtransport der Bosnier in Bussen. Die UN soll sich um Treibstoff kümmern. Karremans stimmt zu. Später erklärt er, dass er die 30 UN-Geiseln nicht gefährden wollte, deshalb seine Kooperation. Ich musste eine Liste machen mit allen Männern von 18 bis 60, die auf dem UN-Stützpunkt waren. Und ich musste eine Liste aller Einheimischen machen, die hier für das niederländische Bataillon arbeiteten. Das waren Mitarbeiter von den Vereinten Nationen, von den Ärzten ohne Grenzen, vom UNHCR. Und es gab 17 von uns. Einer dieser 17 Mitarbeiter ist Emirs Kollege Hasan Nuhanovic, auch er ein Übersetzer. Er hatte seine Familie auf den Stützpunkt gebracht, in der Hoffnung, sie vor den Serben zu schützen. Doch UN-Kommandant Tom Karremans lehnt ab, sich für die Familie einzusetzen. Um wenigstens den jüngeren Bruder Mohammed zu retten, setzt Emir dessen Namen auf die Liste der UN-Mitarbeiter. Wir schrieben noch Hassans Bruder ganz unten auf die Liste. Und brachten sie zum zuständigen Kommandanten des Bataillons. Dann sah er sich die Liste an und zeigte auf den Namen von Hassans Bruder und sagte, wer ist das? Und dann nahm der Kommandant einen pinken Textmarker. Ich meine, man streicht nicht anderer Menschenleben mit einem verdammten pinken Textmarker aus. Man nimmt einen schwarzen oder einen roten. Aber doch nicht pink. Und er strich Hassans Bruder von der Liste. Ich sah, wie Hassan seinen Bruder umarmte, ihn nach draußen begleitete und den Serben auslieferte. Mit den Flüchtlingen ist auch die deutsche Krankenschwester Christine Schmitz in Potocari eingetroffen. Ihr ist schnell klar, dass ihre bosnischen Mitarbeiter auf dem UN-Stützpunkt in Gefahr sind. Sie wartet nicht ab, sondern handelt. Bei uns waren 7 junge Männer. Das war unser bosniakisches Personal. Die waren mit uns gekommen nach Potocari, mit in das Gebäude der UN. Und wir haben sie in einem Raum, nicht wirklich versteckt, aber wir haben sie vor den Augen der bosnisch-serbischen Armee ferngehalten. Diese 7 jungen Männer sind mit uns
evakuiert wurden am 21. Juli und leben heute noch. Die von General Mladic angeordnete Evakuierung beginnt. Die serbischen Soldaten trennen Männer und Frauen und bringen sie zu unterschiedlichen Lkw und Bussen. Ich dachte, als junger Mann, als junger Soldat, der ich damals war, die Serben würden nach Kriegsverbrechern suchen. Deshalb trennen sie Männer und Frauen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es vom niederländischen Verteidigungsminister einen unmissverständlichen Befehl an Kommandant Tom Karamans. Wenn die Serben bosnische Männer separieren, muss die UN-Truppe eingreifen und das verhindern. Doch diese Anweisung setzt Karamans nicht um. Ich stand zwischen den Frauen und den Soldaten, zwischen den Soldaten und dem Bus. Ich half den Frauen beim Einsteigen. Hätte ich das nicht getan, hätten die Serben sie in den Bus getreten. Ich wusste nicht, dass sie alle zwischen 12 und 80 umbringen werden. Wenn heute behauptet wird, ich hätte beim Völkermord mitgeholfen, dann soll es so sein. Ich habe keinen bosnischen Jungen oder Mann getötet. Die Serben haben es getan. Ich war mir sicher, hier nie lebend rauszukommen. Ich war mir sicher, dass ich nicht überlebe. Was mich wirklich beschäftigte, war, dass ich identifiziert werden wollte. Ich wollte, dass die Menschen, die mich tot auffinden, wissen, wer ich war. Ich war besessen von dieser Idee. Es gab einen Moment, als ich mit Mladic persönlich zu tun hatte, am 12. Juli. Wir sprachen miteinander. Es gibt nur ein oder zwei Menschen, die ich kenne, die eine Begegnung mit ihm überhaupt überlebt haben. Ich hatte den Mut, zu diesem Zeitpunkt hatte ich so eine gelbe Karte, die mich als UN-Übersetzer auswies. Bevor ich ging, brachte ich den Mut auf, Mladic nach meiner ID-Karte zu fragen, die er hatte. Anstelle seines Gesichts schaue ich auf einen weißen Grabstein. Und er? Ob er mich gesehen hat? Ich weiß es nicht. Aber ich wusste wenigstens, dass unter diesem Denkmal er liegt. Mein Vater. Belma ist 20 Jahre alt. Ihren Vater hat die Bosnierin nie kennengelernt. Ich heiße Belma Malagic und bin die Autorin des Buches Die Kraft des Schicksals. Mein Buch hat diesen Titel, weil ich am 15. Juli geboren wurde. Mein Vater wurde das letzte Mal am 11. Juli gesehen. Ich stelle mir oft vor, wie mein Vater gestorben ist. Ich glaube, dass in dem Moment, als ich geboren wurde, meinem Vater von den Serben in den Kopf geschossen wurde. Srebrenica, eine Kleinstadt im Osten Bosniens, nahe der serbischen Grenze. Seit 2000 Jahren ist der Ort ein beliebtes Reiseziel, wegen seiner mineralischen Heilquellen. Nach dem Tod des Staatspräsidenten Tito und dem Ende des Kalten Krieges beginnt ein Umbruch. Mitte der 80er Jahre erschüttert außerdem eine Wirtschaftskrise Jugoslawien.
Der sozialistische Staat zerfällt und jede Teilregion kämpft um mehr Macht. In der Folge verschärfen sich die Spannungen zwischen muslimischen Bosniern und christlichen Serben. Das führt dazu, dass serbisch-nationalistische Milizen im April 1992 Srebrenica angreifen. Ich erinnere mich, wie wir von einem Hügel oberhalb meines Dorfes aus die brennenden Häuser im Tal beobachtet haben. Ich erinnere mich genau. Lebst du? Und er hat gesagt, ja, mach die Fesseln ab, komm, entfessle mich. Gleichzeitig verfolgen Serben unerbittlich die Flüchtlinge aus Srebrenica, die durch die Wälder auf bosnisches Territorium fliehen wollen. Überlebende schleppen sich unter Beschuss durch vermintes Gelände, tagelang. Sie wollen nach Tuzla, 100 Kilometer von Srebrenica entfernt und bosnisches Gebiet. Ihre Toten lassen sie in den Wäldern zurück. Auf der Flucht werden viele von ihren Angehörigen getrennt. Die Straßen rund um Tuzla werden zum Flüchtlingslager für rund 15.000 Überlebende. Der Todesmarsch. Seit vielen Jahren wird er zum Gedenken wiederholt. Jahr für Jahr gehen mehr Menschen diesen Weg mit. 12.000 sind es am 20. Jahrestag. Viele junge Bosnier nehmen daran teil. Srebrenica gehört auch zu ihrer Identität. Christine Schmitz von Ärzte ohne Grenzen kommt seit vielen Jahren hierher zurück. Kurz nach meiner Rückkehr nach Hause, nach Bonn, gab es die Neuigkeiten, dass es Satellitenfotos gab über Massengräber. Und dann kamen so langsam Wochen, Monate immer mehr furchtbare Neuigkeiten raus, nämlich, dass die Männer getötet wurden und die Jungs, die ein Gewehr hätten tragen können, und auch die alten Männer. In Massengräbern werden die Leichen von 6.000 Menschen gefunden. Auch die von Haris Malagic, Sadinas Ehemann. Er wurde seit dem 11. Juli 1995, dem Tag der Massentötungen, vermisst. Seitdem ist sie mit ihrer Tochter Belma allein. Ich wartete darauf, dass er lebend zurückkommt. Es war doch unmöglich, dass sie alle getötet haben. So viele Menschen und ganze Familien. Ich dachte, dass er kommen wird und dass er vielleicht irgendwo gefangen ist. Und so warteten wir auf ihn und hatten immer die Hoffnung, dass wir ihn wiedersehen. Bis zum 14. November 2008. Sie kamen kurz bevor Belma aus der Schule zurück war, also kurz vor eins. Sie sind einfach gekommen, sie haben nicht einmal angerufen. Sie sind also einfach gekommen und haben mir Bilder gebracht und mir gesagt, dass er tot aufgefunden wurde. Und da ist all die Hoffnung gestorben. Hasan Nuhanovic ist als Übersetzer Mitarbeiter der UN. Er wird nicht an die Serben ausgeliefert, aber seine Eltern und sein jüngerer Bruder. Meine gesamte Familie wurde umgebracht. Ich bin der einzige Überlebende. Und wenn ich nicht darüber spreche, wer sonst? Es sind ja alle tot. Hasan Nuhanovic verklagt UN-Kommandant Tom Karremans und die Niederlande. Das Land und der UN-Kommandant trügen die Schuld an der Ermordung seiner Familie. 2014 gibt ihm das oberste Gericht in Den Haag recht. Die Beschließung ist dus, dat de Hoge Raad het Cassatieberoep van de staat in beide zaken verwerpt. Die UN ist verantwortlich für den Genozid von Srebrenica, und zwar zu 100%. Es war eine UN-Sicherheitszone. Jeder weiß mehr oder weniger, was passiert ist in Potocari
wo das niederländische Bataillon Flüchtlinge gewaltsam von der Basis warf und damit den Serben übergab, gegen deren Willen. Und die Serben brachten alle um. Alle Männer und alle Jungen. So etwas ist noch nie passiert in der Geschichte der UN-Friedensmissionen. Zum 20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica häufen sich Gedenkveranstaltungen und Staatsbesuche. Auch Angela Merkel nimmt Anteil. In einer Fotogalerie in Sarajevo, die den Opfern des Völkermordes gewidmet ist. Internationale Unterstützung ist sehr wichtig für uns, weil es eines der wichtigsten Dinge für Überlebende eines Völkermords oder des Holocaust ist, dass wir nicht allein sind. Heute ist Srebrenica serbisches Gebiet. Nur wenige Bosnier, die einst hier lebten, sind zurückgekehrt. Armut und Arbeitslosigkeit prägen die Stadt. Oft ist das einzige Einkommen die Entschädigung der Kriegsweisen, 250 Euro im Monat. Baudewijn Kok kommt jedes Jahr nach Potočari zurück. Es ist der einzige Ort, an dem er trauern kann. Es gab immer nur eine Frage, ob ich Kriegsverbrechen oder kriegerische Handlungen gesehen habe. Ich dachte, das ist das Einzige, was ihr wissen wollt. Ihr fragt nicht, wie es mir ergangen ist, in all der Zeit und allem, was dort geschehen ist und wir später erfahren haben? Nein, sie wollten nur wissen, ob ich kriegerische Handlungen gesehen habe. Ich konnte nur noch aufstehen und sagen, ich habe nichts dergleichen gesehen. Es war furchtbar. Bis heute interessiert sie nichts anderes. 10 Jahre nach dem Krieg suchte ich nach meinem Vater, weil er an der Front starb und auch dort begraben wurde. Sein Grab hier zu haben, ist sehr wichtig. Es ist, als würde man nach Hause kommen. In Srebrenica wurden bisher 6.241 Opfer beigesetzt. In diesem Jahr finden weitere 136 Menschen hier ihre letzte Ruhe. 18 von ihnen waren im Juli 1995 minderjährig. Noch immer werden Überreste von Vermissten in Massengräbern gefunden. Und noch immer sind Männer spurlos verschwunden. Deshalb geben viele Familien die Hoffnung nicht auf, ihre Angehörigen lebend wiederzufinden. Thank you.